Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich darf dich hier bei meinem Lehrgang für HTML5 Einsteiger begrüßen. Zusätzliche Materialien findest du unter html5.ulernen.at. Wir gehen gleich in die erste Lektion und wollen der Frage nachgehen, was überhaupt HTML5 ist. HTML5 ist eine Sprache, mit der man Webseiten erstellen kann. Und diese Sprache hat verschiedene Vokabeln. Und diese Vokabeln, die man dann verwendet in dieser Sprache, nennt man Tags. Und Tag steht im Englischen für Kennzeichnen, Markieren und Auszeichnen. Ja, und diese Tags, so wie in jeder Sprache auch Vokabeln, müssen in einer bestimmten Art und Weise miteinander verwendet werden, so wie die Grammatik in einer Sprache zum Beispiel. Und hier unten siehst du ein Beispiel für eine HTML-Seite. Hier sieht man Tags, wie zum Beispiel HTML, wie Head. Und ein Teil der Grammatik, das heißt, die Art und Weise, wie die verwendet werden müssen, diese Vokabeln, ist zum Beispiel, dass die meisten, ja sogar die allermeisten Tags immer paarweise vorkommen. Also hier zum Beispiel HTML wird hier geöffnet. Das ist der sogenannte Öffnungstag. Und hier ist dann ein End-Tag. Und den Unterschied erkennst du hier an diesem Backslash. Das heißt, dieses HTML-Tag und dieses HTML-Tag gehören zusammen. Und wenn du genauer schaust, wirst du hier erkennen können, dass es Head und Head hier zusammengehören wieder mit dem Backslash. Das heißt, bei HTML geht es darum, dass man eine Reihe dieser Tags lernt und auch natürlich lernt, wie diese Tags zusammenpassen und was man mit diesen Tags dann machen kann. Weiters ist es ganz wichtig zu wissen, dass diese Reihen von Befehlen man hier in den Programmiersprachen, im Speziellen hier in HTML, auch als Code bezeichnet oder Quelltext oder Listing. Das heißt, bei den folgenden Lehrgang von Code, Quelltext oder Listing gesprochen wird, dann ist das an und für sich mehr oder weniger das Gleiche. Und du siehst hier schon, wenn du diese Seite betrachtest, eine HTML-Seite. Diese HTML-Seite wird nur dann möglich, wenn man eben so einen Code erzeugt. Und so einen Code kann man sich anzeigen lassen. Hier bin ich im Firefox, wenn ich rechte Maustaste wähle und dann hier mir Seitenquelltext anzeigen wähle. Klicke mal drauf und es erscheint dann eine Seite, hier habe ich sie, sie ist mir aus dem Bild verschwunden. Und hier kann ich mir diese Seite dann dementsprechend dann anzeigen lassen. Also hier eine Reihe von Befehlen, die ich in eine Datei hineingeschrieben habe. Lass dich jetzt einmal momentan noch nicht schrecken. Auch später sollst du nicht geschreckt werden, denn wir werden das wirklich Schritt für Schritt miteinander besprechen und am Ende wirst du dich da sehr gut auskennen. Wir haben HTML, also in der fünften Version mittlerweile, deswegen sprechen wir auch von HTML5. Wie kann man jetzt eine HTML-Seite erstellen? Dazu verwendet man einen Editor. Und die einfachste Form, aber nicht die bequemste Form, einen HTML-Quelltext zu erzeugen, geht mit dem sogenannten, wenn man unter Windows arbeitet, mit dem sogenannten Notepad. Holen wir das jetzt ins Fenster rein. Wenn du nicht weißt, wie man diesen Notepad startet, das geht unter Windows 7 dann noch so, dann tippt links unten in das Startmenü ein Notepad. Ich wähle das mir hier dann aus, Notepad Exe, und es wird dann hier geöffnet. Und hier könnte man dann hergehen und diese Befehle dann eintippen. Ich verkleinere das Fenster ein bisschen, dass wir dann nebeneinander arbeiten können. Ich richte mir das jetzt hier so ein. Habe jetzt hier also zum Beispiel einen Quelltext. Ich markiere mir den, dann muss ich nicht abtippen. Gehe jetzt hierher und füge ein und habe jetzt hier dann diese Webseite dann erstellt. Damit hat man aber noch nicht alles erreicht. Man muss nämlich jetzt hier diese Webseite auch speichern. Ich speichere sie jetzt, gehe mir zu einem bestimmten Pfad. Der Editor bietet mir hier die Extension Text an. Das sollte ich nicht machen, sondern ich nehme als Extension HTML und wähle mir hier als Dateinamen vielleicht 000 und klicke auf Speichern. Jetzt begebe ich mich in das Verzeichnis, in dem ich hier diesen Quelltext gespeichert habe, diese HTML-Datei gespeichert habe und habe hier schon eine Datei. Hier 000.html. Wenn ich jetzt rechte Maustaste nehme und öffnen klicke, habe ich hier Hallo Welt und Hallo Welt wird mir angezeigt und das ist hier dieser Bereich, der innerhalb dieses Bodytags steht.
Wir haben also schon unsere erste Webseite zusammengebaut. Hier nochmal zur Wiederholung. Man fabriziert praktisch hier einen HTML-Code, speichert ihn im Editor dann ab in ein Verzeichnis, geht dorthin, mit einem Doppelklick kommt man dann in einen Browser wie den Firefox und kann sich dann hier dementsprechend dann die Webseite dann anschauen. Ich habe die hier geöffnet, diesen Tab, und ich kann mir hier natürlich dann auch wieder von meinem ersten HTML-Programm hier dann den Quelltext anzeigen lassen. Und dieser Quelltext entspricht dann hoffentlich genau dem hier in meinem Editor. Soweit die erste Lektion. Zum Schluss hier noch ein Tipp. Wir haben gerade hier eine Datei abgespeichert und in der Regel, wenn man eine Webseite macht, besteht eine Webseite aus einer Homepage, aus mehreren Seiten. Und diese sollte man dann gemeinsam in einem Ordner speichern, dass man auch später keine Schwierigkeiten mehr hat, diese miteinander dann in Verbindung zu bringen. Das heißt, dass man von einer Seite auf die andere kommt. Und der nächste Hinweis ist, dass die Startseite, also die erste Seite, die auf einer Homepage dann angezeigt wird, in der Regel immer den Namen index.html hat. Ja, und zum Schluss würde ich dir empfehlen, dass du hier diese Aufgabenstellungen einmal durcharbeitest, die am Ende der ersten Lektion enthalten sind, damit du dein Wissen hier noch vertiefen kannst.